Signore e signori, buonasera. Dallo studio 1 della televisione della Svizzera italiana, il nostro più cordiale saluto per questa finale svizzera del Festival Eurovisione della Canzone 1987. Questa sera siamo collegati con i telespettatori di tutta la Svizzera, ai quali naturalmente rivolgiamo il nostro più caloroso benvenuto. Meine Damen und Herren, guten Abend, caras spettaturas e cars spettaturs, buonasera. Mesdames et Messieurs, bonsoir. E diamo anche il nostro benvenuto ai colleghi Serge Moisson e Beat Antenen, che assicurano il commento in francese e tedesco ai telespettatori che ci seguono dal resto della Svizzera. Durch unsere Tessiner Kollegin Letizia Brunatti möchte ich auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in der Deutschschweiz, recht herzlich begrüßen zum Schweizer Finale 1987 des 32. Concours Eurovision de la Chanson. 9 Lieder stehen heute Abend zur Auswahl, 3 aus der Deutschschweiz, 3 aus der italienischen Schweiz, 2 aus der Westschweiz, weil diese Region einen Titel zurückgezogen hat, und ein Rätoroman. Und ganz am Anfang zeigen wir Ihnen die Siegerin des letztjährigen Schweizer Finals, Daniela Simons. Mit Pas pour moi wurde sie im internationalen Finale sogar Zweite hinter der 14-jährigen Belgierin Sandra Kim, die ja mit Schäme la vie die Herzen der Zuschauer und die Gunst der Jury eroberte. Daniela Simons stellt heute Abend ihre neueste Single vor, und zwar You Should Know. Du sollst es wissen. Daniela Simons, die Siegerin des Schweizer Finals vom letzten Jahr. Things don't seem quite right, so come on, don't play.
Daniela Simons zeigt mit ihrem neuesten Stück wieder ihr wahres Gesicht als attraktive Rocklady aus der Westschweiz. Und Pas pour moi wurde übrigens, also ihr letztjähriger Siegertitel, in 5 Sprachen produziert und brachte ihr gegen 40 Fernsehauftritte in ganz Europa ein. Da sieht man also, was so ein Grand Prix-Lied, sogar ein Schweizer Sieg, eben alles bringen kann. Und jetzt kommen wir zu den 9 Neuvorschlägen fürs Schweizer Finale 1987. Unter dem Motto eigentlich ein Lied für Brüssel, denn der Sieger wird dann international am 9. Mai in Brüssel erkoren. Das erste Lied heißt Dimentica. Es wird gesungen von Rita Nessi und ihrem Team. Diese Gruppe wurde 1970 von einigen Studenten des Gymnasiums Lugano gegründet, mit dem Ziel, an Tanzabenden zu unterhalten. Die jetzige Formation besteht seit 1983. Zum Komponisten Aldo Pitschen, übrigens ein Bündner. Während seiner Schulzeit begann er auch sein Musikstudium. Seit 1980 leitet er Aufnahmestudios in Savosa. Als Schlagzeuger arbeitet er immer noch in der Gruppe Team mit. Und er hat diesen ersten Beitrag, den wir jetzt hören, auch geschrieben. Dimentica, es singt Rita Nessi. Das Lied, es heißt Vergiss. Beinahe eine persönliche Anklage. Such mich nicht mehr, wenn einer falsch ist, dann bist es schon du. Such mich nicht mehr, vergiss, vergiss, vergiss. Dimentica, Interpreten Rita Nessi und ihr Team. Se mi chiami mi lamento per dar senso alla tua vita, se continui con il bluff e poi perdi la partita, neanche tu ti sai spiegare il perché di questo gioco, c'è soltanto che così ti distrugge poco a poco. Non venirmi a raccontare che non ne puoi fare a meno, Gesù Cristo è già servito ma un apostolo di meno, è una storia già vissuta che non puoi più raccontare, cerca solo di reagire e non stare lì a guardare. Non cercarmi più, se qualcuno è sbagliato, quello sei tu. Non venirmi a raccontare che non ne puoi fare meno, Gesù Cristo è già servito ma un apostolo di meno, è una storia già vissuta che non puoi più raccontare, cerca solo di reagire e non stare lì a guardare. Non cercarmi più, se qualcuno è sbagliato, quello sei tu. Dimentica, ein bisschen Pop aus dem Tessin zum Start dieser Schweizer Ausscheidung. Das zweite Lied kommt aus der Deutschschweiz. Manuela Felice, 22-jährig,
besuchte das Konservatorium in Zürich, studierte dort Musik und Tanz und sie hat schon viele Platten besungen und Auftritte in Deutschland gehabt. Hier sehen wir sie im Schminkraum. 100 Vorstellungen Schwarzwaldmädel im Deutschen Theater in München zurzeit, My Fair Lady, das sind die Auftritte, die Manuela Felice sehr gerne hat. Text und Musik, beides kann man recht schnell und gut behalten, kommen von der Mutter, von Claudia Felice. Der Titel, Die Liebe ist eine Reise. So richtig nach Strickmuster Eurovision, könnte man fast sagen. Liebe ist der Regenbogen und das Blatt im Wind. Sie ist wie ein Felsen weit im Meer. Die Liebe ist eine Reise, Interpretin Manuela Felice. Manuela Felice, inzwischen eine junge Dame geworden, hat es also wieder mal probiert mit neuer Aufmachung und Erscheinung und einer traditionellen Melodie. Questa Vita heißt das nächste Lied. Paolo Monte wird es singen. Geboren und aufgewachsen ist er in Zürich. 1984 bis 1986 war er Mitglied des Gesangstrios Rainy Day und vor einem Jahr wurde er am Schweizer Finale des Concours Eurovision mit Amore Mio von Nella Martinetti Zweiter. Zum Komponisten gibt es etwas Interessantes zu sagen. Renato Mascetti, 33-jährig, Psychiater aus Mendrisio und bekannter Komponist im Tessin. Heute Abend begleitet er den Sänger sogar selbst am Piano. Questa Vita, dieses Leben, ein Lied an einen Freund, um Kraft zu geben. Von morgen an werde ich stärker sein denn je, koste es, was es wolle. Ich will dieses mein Leben fortsetzen. Questa Vita, gesungen von Paolo Monte. Ciao.
scusa se non ti ho più scritto, ma ho voluto stare un po' con me, con le mie illusioni e le mie fantasie. Ma ti penso, caro amico mio. Tu quante volte me l'hai detto, tu non voltarti indietro finché puoi, non cercare quello che non hai avuto. Io ci provo sempre a modo mio. Questa vita, amico mio. Mille giorni, mille notti di follia. Quanti sforzi, qualche inutile bugia. Per sentirsi dire bravo una bacca e via. Sai, voglia di parlare io ne avrei, voglia di sentirla accanto a me, raccontarle tutta questa vita mia. Troppo uguale senza una poesia. Questa vita, amico mio. Non credo di sbagliarla. Paolo Monte, questa vita, mit einem typisch einfühlsamen Beitrag von Renato Mascetti. Mathieu, Mathieu ist das nächste Lied von Carol Risch, 25-jährig aus Villars-Giroux, Kanton Freiburg. Sie besucht seit 8 Jahren im Konservatorium dort den klassischen Gesangsunterricht und hat bereits das Zertifikat hinter sich. Bei der Schweizer Ausscheidung 1984 sang sie Tokyo Boy und das war dann auch ihre erste Platte. Das Lied kommt aus der Feder von Jean-Jacques Aigli, der mit 6 Liedern in 10 Jahren schon am Schweizer Final vertreten war und mit Carol Risch zurzeit eine Langspielplatte vorbereitet. Mathieu, Mathieu, die Welt ist wie eine Sanduhr, unerbittlich und unsinnig. Je mehr sie sich auf der einen Seite füllt, desto mehr leert sich die andere. Unten ist sie prallvoll, oben hat sie nichts mehr zu geben. So viele Sachen wären zu verändern. Es müsste halb-halb sein. Mindestens, wenn es nach diesem Lied ginge. Mathieu, Mathieu mit Carol Risch.
Mathieu, Mathieu, lebendig und frisch, mit recht viel Pep in der Show war das mit Carol Risch. Nostradamus, der nächste Titel, Marc Dietrich, heute 38-jährig. In den wilden 60er Jahren lernte er Peter Reber kennen und schon bald war eine Band gegründet. An einer Privatparty entdeckten sich Sue und Marc und dann brauchte es eigentlich nicht mehr viel bis zu Peter, Sue und Marc, die ihre Karriere 1981 auf einem absoluten Höhepunkt ja aufhörten. Und damit wir heute Abend nicht allzu weit weg von diesem beliebten Trio sind, stammt der Beitrag, Sie werden es rasch spüren, unverkennbar von Peter Reber. Der Titel Nostradamus. Nostradamus, er war einer der legendärsten Wahrsager und Astrologen, der im 15. Jahrhundert unwahrscheinliche Dinge prophezeite. Marc Dietrich und Nostradamus. Nostradamus, sag, was wird das morgen? Werde ich frei sein, frei und doch geborgen? Nostradamus, ich bin gut geraten, das Friedenslied zu singen. Sag, was wird denn morgen sein? Wird die Erde kalt und leer, nirgendwo kein Leben mehr, so wie es am Anfang war? Comeback-Versuch nach 5 Jahren von Marc Dietrich. Damit startet also auch das letzte Drittel von Peter, Sue und Marc zu einer Solo-Karriere. I Giorni Miei heißt der nächste Titel. Der Interpret ist Gianni Maselli. 32-jährig, in Bari geboren, besuchte die Universität, lernte verschiedene Musiker kennen, machte eine Europatournee. Von der Komponistin Anita Huguenin hat er auch schon andere Lieder gesungen. Dies tut er immer mit viel Begeisterung, wie er vor der Sendung noch sagte. I Giorni Miei, meine Tage, eine Liebeserzählung, ein gesungenes Gedicht beinahe. Ein Beitrag aus der italienischen Schweiz. Interpret Gianni Maselli. Sembra
cominciavo a ripercorrere quelle strade, quei silenzi che mi avevano insegnato anche a lottare contro la forza della vita. E ho ritrovato in questo mondo quel qualcosa ancora. Ein sanftes Lied, das war das dritte Stück übrigens aus dem Tessin heute Abend, also der letzte Beitrag aus der italienischen Schweiz. Pierre Alain und die Gruppe Atlas. Pierre Alain, 1943 in Genf geboren, mit 18 Jahren ging er nach Paris. Sein Lied Sur le Lac de Nancy stieg in den Hitparaden und machte ihn in Frankreich bekannt. Achtmal erreichte er den Schweizer Final. Und 1979 mit der Gruppe Atlas den zweiten Platz. Allerdings von dieser Gruppe bleibt nur noch ein Mitglied zurück. Es ist also eine neue Atlas-Gruppe, die Le Piano de l'Atlantique singt. Statt Schiffen sind jetzt plötzlich Klaviere auf dem Atlantik. Ich habe dir so viel Liebe zu geben. Die Klaviere werden vor Freude singen, wenn die Taube vorüberzieht. Alle Klaviere des Atlantiks werden deinen Kummer in Lächeln verändern. Die Welt wird wunderbar sein, die Freude wird nicht mehr entfliehen können. Die Klaviere des Atlantiks, Text, Musik und Interpretation, Pierre Alain mit der Gruppe Atlas. Sous les pianos de l'Atlantique, jouerons pour toi, jouerons pour moi. Le bonheur n'est pas chimérique, je t'en supplie. J'ai tant
Ja, diese Formation erinnert mich etwas an die deutsche Gruppe Wind. Jedenfalls romantisch melodiöses zur Schweizer Ausscheidung von Pierre Haller und Atlas. Start Nummer 8 ist das, Annetta Philipp. Sie hat angefangen mit Opernausbildung, eine Polin übrigens, die mit einem Schweizer verheiratet ist. Mit ihrer Show ist sie gern gesehener Gast in internationalen Clubs in ganz Europa und bei unzähligen Galas. Kürzlich flog sie als offizielle Mrs. Switzerland zur Wahl der Mrs. Woman of the World nach Hawaii. Ihr Lied kommt aus prominenter Küche, Text Günter Lohse, Musik Hasi Osterwald. Da braucht man wohl nicht mehr viel dazu zu sagen. Der Titel: Mit Musik bin ich niemals allein. Oho, aha, so ein Lied geht ins Herz hinein. Wollen wir mal schauen. Mit Musik bin ich niemals allein, Annetta Philipp. Geht's ihr immer gut, offensichtlich. Annetta Philipp im unverkennbaren Hasi Osterwald Schlagerstil. Jetzt kommt etwas ganz anderes. Il Furbaz, die Spitzbuben heißt das. Sie wurden 1983 anlässlich eines kleinen Weihnachtskonzertes in Disentis gegründet. Mit ihren romanischen, italienischen und deutschen Volksliedern traten sie auch schon im Ausland auf. Für diese Gruppe ist die Musik nur ein Hobby, mit dem sie jedoch viel Sympathien genießen. Ursine de Funès, John de Funès, Giuseppe Quintair, Alphonse Quintair, Daniel de Sachs und Marie-Louise Wert heißen die sechs jungen Leute, die das rätoromanische Lied heute Abend singen. Das Lied wurde von Marie-Louise Wert komponiert und sie hat auch den Text dazu geschrieben. Sie singt auch das Ganze und spielt und begleitet sich selber auf dem Klavier. Der Titel Da Combinia, das ist ein Gesellschaftslied, in dem es beraten wird, die Sorgen zu vergessen und zu feiern. Der neunte und letzte Beitrag ist also der rätoromanische. Nein, es ist nicht wahr.
Beinahe volksliedähnlich, aber auf jeden Fall ein außergewöhnlicher Beitrag zu dem Grand Prix. Und nun alle neun Titel, nochmals in Kürze die neun Titel dieser Ausscheidung. Übrigens, diese Ausscheidung wurde mitten im Winter aus einem einfachen Grund in die bekannte Sommerferienregion Lugano vergeben, weil das Schweizer Finale in einem dreijährigen Turnus abwechslungsweise in der italienischen, in der deutschen und der Westschweiz stattfindet. Und das Schweizer Finale hebt sich gerade dank dieser Vielsprachigkeit sympathisch von den anderen nationalen Wettbewerben ab. Hier also das Medley mit den neun Titeln. Dimentica, Rita Nessi und ihr Team. Manuela Felice, die Liebe ist eine Reise. Lied Nummer 3, Questa Vita, Paolo Monte. Moitié, moitié, Carole Risch, halb, halb, der Beitrag Nummer 4. Nostradamus, Mark Dietrich. Gianni Masselli, I giorni miei.
Klaviere des Atlantiks, Pierre Alain und die Gruppe Atlas. Das ist Anetta Philipp. Sie sang mit Musik bin ich niemals allein. Schließlich als neunter der einzige rätoromanische Beitrag, Ils Furbats, die Spitzbuben, sangen das Lied Da Compagnia. Zum Wettbewerb waren übrigens Interpreten schweizerischer und liechtensteinischer Nationalität sowie auch Ausländer zugelassen. Das Mindestalter ist bei uns auf 17 Jahre festgesetzt. Das Lied muss aber von Autoren und Komponisten schweizerischer oder liechtensteinischer Nationalität getextet oder komponiert worden sein. Also eigentlich ein Wettbewerb vor allem auch für Komponisten und Autoren. Wie immer in den letzten Jahren werden verschiedene Fernsehzuschauer aus der ganzen Schweiz zusammen mit einer Presse- und einer Expertenjury diesen Siegertitel bestimmen, also eine Geschmacks- und auch ein bisschen eine Glückssache, wer nach Belgien fährt. Für Sie zu Hause Unterhaltung gemischt, jetzt dann mit etwas Spannung. Vielleicht wollen Sie ja auch miträtseln. Das Publikum wählt demoskopisch, das heißt nach dem Prinzip der Meinungsumfrage, 150 Stimmen in der ganzen Schweiz. Je 50 aus jeder Region. Es geht um einiges, man weiß es. Das Finale ist ja dann eine alte und populäre Einrichtung der Eurovision mit jeweils Millionen von Fernsehzuschauern. Also bestimmt wichtig für diejenigen, vor allem eben, die hier mitmachen. È formata da esperti della Svizzera italiana. Letizia erklärt nun das System der Jury. Die Jury wird nun zusammentreten und die einzelnen Fernsehzuschauer werden sich das nun überlegen müssen. Und in Erwartung dieser Überlegungen gibt es nun einen kleinen Showblock, bis die Resultate ausgewertet sind und dann hier mitgeteilt werden können. Und zwar zwei Gäste hier im Showblock im Studio Comano in Lugano. Der erste ist Stefan Milenkovic, ein neunjähriger Jugoslawe. Wegen seines Könnens sagt man ihm auch Paganini des 20. Jahrhunderts. Wegen seiner Jugend nennt man ihn auch Mozart unserer Tage. Stefan Milenkovic ist neunjährig und heute Abend hier in Lugano sein erster Auftritt in der Schweiz. Thank you.
Milenkovic. Während wir auf die Juryergebnisse warten, kann ich Sie daran erinnern, dass die Schweiz schon 14 Mal ganz vorne dabei war beim Grand Prix, das heißt in den ersten sechs Plätzen. 1956 siegte ja gar Lisassia mit Refrain. Vordere Plätze gab es auch für Lisassia mit Giorgio, Christa Williams mit Irgendwoher, Esther Offarin mit T'en va pas, Madeleine Pascal mit Ne vois-tu pas, Paola Del Medico mit einem zweiten Rang mit Bonjour Bonjour 1969, dann Henri Dess mit Retour, Simon Drexel mit Mikado, Peters und Mark mit Jumbo Jumbo, die Pepe Lienhardt Band mit Swiss Lady, Paola nochmals mit Cinema 1980, dann wieder Peters und Mark mit Io Senza Te, Arlette Sola mit Amour en Thème und eben letztes Jahr im norwegischen Bergen 1986 zweiter Platz für Daniela Simons mit Pas pour moi. Nun noch einmal zu einem Zwischenstück, also zu einem weiteren Showteil, eine Nummer mit Magie und Farbe, ein Spanier, der weltweit bekannt ist, Pep Bu.
Ja, das Publikum war von Beppu und seiner großartigen Kunst mit Seifenblasen so hingerissen, dass es nicht einmal zu applaudieren wagte während der Präsentation. Und nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sollten die einzelnen Jurymitglieder also soweit sein. Wir hoffen, dass wir nun die einzelnen Ergebnisse erhalten. Zuerst kommen die Publikumsergebnisse und zwar geht es jeweils so, wir haben also fünf einzelne Ergebnisse, Publikum Deutschschweiz, Publikum Westschweiz, Publikum Italienische Schweiz, dann Pressejury und schließlich Expertenjury. Jede Jury kann für das Siegerlied ihrer Wahl 10 Punkte geben, dann 8 Punkte für das zweite, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt also deres Publikum. Nummer 6, ein Punkt. Canzone numero 6, un punto. I giorni miei, ein Punkt. Zwei Punkte. Canzone Sie sehen uno, immer zwei Zahlen, Lied die hintere drei, Zahl bringt dann nach Punkte. Der zweiten Jury Canzone das Total. Numero tre, tre punti. Die drei Lied Nummer 8, italienischen Lieder wurden am schlechtesten bewertet von den Deutschschweizern. Quattro punti. Lied Nummer 2, 5 Punkte. Canzone numero 2, 5 punti. Lied Nummer 7, 6 Punkte. Alla canzone numero 7, 6 punti. Lied Nummer 9, 7 Punkte. Alla canzone numero 9, 7 punti. Lied Nummer 5, also für die Retromanen. Punkte. Canzone numero und 5, damit 8 punti. Sieg in diesem 4, ersten Fünftel für Mathieu Mathieu. Carol Risch kommt auf 10 Punkte. Dann Marc Dietrich mit Nostradamus auf 8 Punkte und Da Compagnia auf 7 Punkte, also ein Westschweizer Lied vor einem Deutschschweizer und einem Rätoromanischen. Jetzt kommt die Publikumsjury aus der Westschweiz. Chanson numero 6, un point. Canzone numero 6, un punto. Chanson numero 3, 2 points. Canzone numero 3, 2 punti. Chanson numéro 1, 3 points. Alla canzone numero 1 vanno 3 punti. Chanson numéro 8, 4 points. Canzone numero 8, 4 punti. Chanson numéro 7, 5 points. Canzone numero 7, 5 punti. Chanson numéro 5, 6 points. Alla canzone numero 5, 6 punti. Chanson numéro 2, 7 points. Alla canzone numero 7 punti per Manuela Felice. Chanson numéro 9, 8 points. Und wieder sehr viele Punkte für den retromanischen Beitrag. Und wieder Sieg für Carol Risch mit Moitié, Moitié. Schon zweimal das Punkte Maximum. Sie könnte also total, wenn jede Jury so wertet, auf 50 Punkte kommen. Und jetzt die Jury aus dem Tessin. Il pubblico della Svizzera italiana ha così votato. Canzone numero 1. Un punto. Canzone numero 1, un punto. Canzone numero 8, 2 punti. Alla canzone numero 8 vanno 2 punti. Canzone numero 6, 3 punti. Canzone numero 6, 3 punti. Italienisch, canzone numero 9. Die italienischen Lieder schneiden auch hier relativ schlecht ab. Da Compagnia erstmals mit wenig canzone Punkten. Canzone numero 3, 5 punti. Canzone numero 3, damit 5 sind punti. Die canzone italienischen numero 7, Lieder bereits wieder bewertet. Punti. Canzone numero 7, 6 punti. Canzone numero 2, 7 punti. Es kommt wieder canzone auf die gleichen drei Lieder raus. Canzone Manuela 5, Felice. Punti. E alla canzone numero Nostradamus 5, 8 punkte und wieder Sieg für Moitié, Moitié zum dritten Mal. Alla canzone numero 4, Moitié, Moitié, 10 ja. Punti. Kann man das noch überhaupt einholen? Das ist die Frage, wenn jetzt dann die Presse und die Expertenjury wertet. Moitié, Moitié führt mit 30 Punkten vor Nostradamus mit 22 und dann ex aequo Manuela Felice, Die Liebe ist eine Reise und Da Compagnia ebenfalls mit 19 Punkten. Die Retromanen genießen in diesem Wettbewerb seit vielen Jahren recht viele Sympathien. Und nun warten wir auf das Ergebnis der Pressejury. Sie ist hier im Hause zum Teil, aber zu einem anderen Teil auch in den Redaktionen. Und das sollte jetzt eben zusammengezählt worden sein. Guten Abend. Hier die Resultate der Pressejury. Lied Nummer 1, einen Punkt. Canzone numero 1, un punto. Lied Nummer 6,
2 punkte. Canzone numero 6, 2 punti. Lied Nummer 8, 3 punkte. Canzone numero 8, 3 punti. Lied Nummer 7, 4 punkte. Canzone numero 7, 4 punti. Lied Nummer 3, 5 punkte. Canzone numero 3, 5 punti. Lied Nummer 2, 6 punkte. 6 punkte für Manuela Felice. Lied Nummer 4, 7 punkte. Erstmals weniger Punkte jetzt für Carol Risch. Lied Nummer 9, 8 punkte. 8 punkte für die Retromanen und erstmals Sieg für Mark Dietrich. Er wird 10 punkte erhalten für Nostradamus. Jetzt könnte es noch spannend werden. 37 punkte für Mathieu Mathieu und 32 für Marc Dietrich. Das ist das Zwischenresultat vor der Expertenjury. Bonsoir Letizia, buonasera. Bonsoir. Voici le résultat du jury des experts réunis à Lugano. Chanson numéro 2. Die Experten sind hier in Lugano. Chanson numéro 3, 2 points. Manuela Felice ist damit bestimmt aus dem Rennen. Chanson numéro 8, 3 points. Alla canzone numero 8, 3 punti. Chanson numero 7, 4 points. Alla canzone numero 7, 4 punti. Chanson numero 6, 5 points. Canzone numero 6, 5 punti. Ja, das dürfte genügen für moitié moitié. Chanson numero 1, 6 points. Canzone numero 1, 6 punti. Der Vorsprung von moitié moitié ist zu groß nach 4 Runden. 7 points. Alla canzone Nostradamus kommt auf 7 punti. Die Entscheidung ist gefallen. Chanson numero 4, 8 points. Auch wenn jetzt die Retromanen dieses letzte Juryergebnis für sich buchen können, der Sieger des Grand Prix Eurovision de la Chanson 1987 in der Schweiz heißt Moitié Moitié. Das Lied von Carol Risch aus der Westschweiz, wieder ein Sieg also für die Westschweiz. An zweiter Stelle Nostradamus von Marc Dietrich. Hier sehen Sie jetzt eingeblendet das Endergebnis. 45 Punkte, ich sage es deshalb nochmals, für Mathieu Mathieu, 39 für Nostradamus und 37 für Da Compagnia, also für das retromanische Lied, knapp hinter Marc Dietrich nur. Und hier sehen Sie es nochmals, 45 Punkte, 39, dann 37 und an vierte Stelle rückt Manuela Felice mit 26 Punkten und die Liebe ist eine Reise. Moitié, moitié, das ist also der Sieg von heute Abend. Daniela Simons hat letztes Jahr diese Ausscheidung gewonnen und hat für die Westschweiz ein gutes Resultat erzielt, dann auch international. Wie es Carol Risch nun machen wird, das werden wir am 9. Mai in Brüssel dann sehen mit ihrem Lied Moitié, moitié. Carol Risch, ich habe es Ihnen gesagt, wir sehen noch einmal ganz kurz diese Einspielung. Sie ist 25-jährig, sie kommt aus dem Kanton Freiburg, aus Villars-Giroux und sie besucht im Konservatorium in Freiburg den klassischen Gesangsunterricht. Ihre erste Schallplatte 1984, Tokyo Boy, auch das war an einem Schweizer Eurovision. Finale. Das Lied kommt von Jean-Jacques Egli. Er hat Text und Musik geschrieben und war schon mit vielen Liedern im Schweizer Finale vertreten. Und Jean-Jacques Egli hat mit Carol Risch einiges vor. Die beiden wollen diesen Frühling eine Langspielplatte veröffentlichen. Moitié, moitié, halb, halb. Die Liebe ist halb, halb. Immer gleichmäßig teilen. Geteiltes Glück setzt das Unglück in den Käfig. Alles Gute, das man gibt, hält das Schlechte gefangen. Man soll es teilen, moitié, moitié. Die Lösung sollte dieses Lied bringen. Ein lebendiges, ein frisches Lied und eigentlich bestimmt ein gutes Eurovisionslied. Das war noch kurz die Gratulation von Daniela Simons an ihre Nachfolgerin, an Carol Risch, zusammen mit der Eurovisionshymne. Carol Risch wird also mit ihrem Lied am 9. Mai in Brüssel unser Land vertreten. Und dort geht es um die Nachfolge von Sandra Kien, die ja letztes Jahr gewonnen hat. Und nun hören wir das Lied noch einmal. Moitié, moitié, Carol Risch mit ihrem Lied von Jean-Jacques Egli, der Sieger des Grand Prix Eurovision 1987, Schweizer Finale. Musik
Mathieu, also für die Unterhaltungsmacher und für die Beteiligten war es bestimmt eine wichtige Veranstaltung und für Sie zu Hause hoffentlich auch ein Spaß an einem Wettkampf, der mit Melodien und Worten geführt wurde. Und die Schweizer Siegerin und Belgien-Vertreterin ist meines Erachtens recht überzeugend, Carole Risch. Ich wünsche Ihnen aus Lugano einen guten Abend und auf Wiedersehen.